Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K16. Es geht im Domination-Modus als nächstes gegen die Atlanta Hawks. Ja, und dann steht ja noch die Clippers, Thunder. Also es sind schon noch einige Matches, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass oben dann die Eastern All-Star, ja, das Eastern All-Star-Team kommt und dann das Western All-Star-Team und dann auch noch hier allgemein das NBA All-Star-Team. Dementsprechend so viele Teams sind es nicht mehr zu besiegen. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal gegen die Atlanta Hawks. Thiago Splitter gegen Cousins, ganz klar. Gewinnen wir. Dann hier Millsap gegen Wiggins. Gewinnen die Hawks. Allgemein die Small Forward Position. Die von uns schwächste Position. Dann Jeff T. Ja, da gewinnt natürlich John Wall. Und ich denke auch bei der Shooting Guard Position, ja, ganz klar, Klay Thompson. Gut, gut, gut. Also. Bam, weg mit euch. Welcome, Fans. Verzeichne 4 and 1s in einem Spiel mit einem einzelnen Spieler. Ja, okay, jetzt das könnten wir relativ gut mit Cousins hinbekommen. Unserer. A look at Atlanta's opening lineup. Paul Millsap out there with Horford. Then there's Kyle Korver. Und der erste Korb. Auch wenn etwas lucky. Auch wenn etwas lucky, egal. Okay, der steht ja überhaupt nicht frei. Der stand ja sowas von Fetzen frei. Zu Cousins. Komm schon. Here's Cousins and two free throws. Und das erste Foul von Horford. Genau so will ich das sehen. Chicago shooting their initial Nummer 1. Nummer 2. Teague with the ball. Ach, komm. T, kauft dir bitte ein Kleid. Kleid. Greg, he got him good there. I mean, that's why the shot was so far off. And good on the second. Gehen beide rein. He's always been extremely reliable at the line, and today's been no different. So, wieder zu Cousins. Der gegen Splitter. Right side Bosch fires the three. Ah, schade. And Atlanta will come the other way. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Was macht sie da? Just four to shoot. Unserer. It's stolen by Wall. To the paint. Here's Wiggins. Oh, ja. Ey, manchmal, wenn ich echt, die wollen uns irgendwie unser Leben nehmen, ey, wie die auf uns draufgehen. Bam, Mann! Geht nicht, unserer. Und danke, rein damit! It is so hard to contain. He just seems to get it done however he has to do it. Kicks it to Korver. Oh. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Millsap attacking. Nichts gibt's. Unserer Mann. That's the kind of D you need when he's got the ball near the hoop. They were all over. Let's it go with the three. Let's it go with the three from downtown. If you're just tuning in, we played about 2.5 minutes here in the first. Guys are looking for a spark here. Yeah, I mean, a cold stretch offensively. They desperately need a basket. Here's Teague, outside for Millsap.
Und wieder daneben. Und Wall leitet schon mal ein. Alter! Thompson, Mann! Was ist da los, Hawks? Yeah, they're taking charge here. I mean, there's no question about it, Greg. And the lead, I think, is just going to continue to grow and grow from here. Here's Teague after the made shot from Klay Thompson. Korver gets a wide open. Und Korver macht ihn auch mal direkt daneben. Able to change momentum here. And here they go. Here's Wiggins. Alter, holy shit! Holy shit! Diagram a better way to open a quarter. What the fuck? Look at the lead they've jumped out to already. Alter, ich bereue es keine Sekunde, dass ich Wiggins gekauft habe. So eine Dunking-Maschine. And Atlanta calls their first timeout of the game. Just trying to get a break in the action to clear some heads here. I mean, they've gone ice cold, and not a bad idea to give them a little quick breather. Yeah, they needed the timeout here. Anything to try to get them to forget about the missed shots and get themselves back on track. Chicago making a pitch here. But Wiggins, see, man, bam! So will ich ihn sehen. Einfach nur Zerstörung. Also bis jetzt sehen die Hawks ja überhaupt keine Schnitte. After Chicago picking up a basket just moments ago. And Teague, here we go. And good. Got the English that time as it falls. Und Teague macht meinen Korb. Chicago leading by 10. Parker with a clean look. Ah, schade. And here's Atlanta. Outside Teague. Pass to Horford from 11 feet away. Ja. And that comes off the assist by JT. Oh, mein scheiß Husten, ey. 149 left here in the first quarter. Outside Bosch. Fires from deep. And he gets it to go. Geil Kommentar. From deep. Outstanding start from three-point range. Their shooters are on fire. Really makes them a hard team to guard because they space you out so well. Now, here's Teague. Horford. Ja, gegen Cousins, das kannst du einfach ganz vergessen. And it's rebounded by DeMarcus Cousins. Defense better not make a habit of giving him that shot. I mean, he doesn't miss many of them. Pass to Parker. Ah. Parker again missing. Aber es sind so gute Möglichkeiten. Ihr müsst immer sehen, was wir für einen Abstand haben. Also auch als Tipp an euch, schaut immer, wenn ihr gut steht, dann nehmt den Wurf. Geht wieder nicht rein. Chicago the other way. Parker, right side. Wash kicks to Wiggins. And some nice ball movement here by Chicago. Here's Cousins. Und wieder ein Foul an Horford. Oder Horford an uns. Chicago shooting their third and fourth free throw attempts of the game. Zack. Chicago making some changes. Love check in for Bosch. Und der nächste. Ganz starkes erstes Viertel. So, Schröder ist drin. Der bei mir mittlerweile natürlich aussortiert wurde. Und der geht wieder nicht. Butler. Butler kicks to Barnes. Scheiße, den habe ich auch nicht gut getroffen. Den habe ich überhaupt nicht gut getroffen. Geht nicht. Komm, Fast Break, da geht noch was. Ja, Mann! And after just one quarter of play, a double-digit differential on the scoreboard. Der Adler ist schon fett im Sinkflug. We'll get the second quarter underway on the other side of the spring. Welcome back, everyone. A lopsided first quarter in the books already as we start the second quarter. And taking a look at Chicago's performance here, guys, what have they been doing? Sinnvoller screen. Sinnvoller screen. Auf jeden Fall. Sehr sinnvoll. Schröder dribbelt ungefähr die ganze Shot. Beine runter. Wieder der gleiche Screen. Bringt genauso wenig wie vorher. All fueled up and ready to go for the start of the second quarter.
Ja gut, das war jetzt halt, weil Mills so gut geworfen hat. Roy Hibbert is out there with Kevin Love. Then there's Kevin Love. And it's Wall in at the guard position. And that one's sehr good. Schön. Here's Schroeder. He's had some playing time, but no scoring yet from him. Feeds to Millsap. Somehow ignores the tight end and gets the way up. Quarter number two. We're about a minute in. And Wall kicks to Barnes. Einfach so, weil ich meine, dass ich es kann. Und nochmal, einfach so, weil ich meine, dass ich es kann. And Chicago leads by 16. A good board there, Kevin, but einfach ballern, 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 ballern. Wenn man halt gut werfen kann, dann kann man auch viel werfen. Get to work on the glass. Hardaway kicks to Splitter. And it's good assisting on the play with Hardaway. Splitter's got his second bucket. Egal, macht nichts. Timeout call. Timeout call. And the first sit down, of the game sad. Call for Chicago. Don't be sad. Und das will die kleine Flasche. And usually that to me is a good use of the timeout. I mean, if there's something that he's noticed that can give his team a lift, das aber dann bitte jetzt unserer. I think he's got to try to take advantage of that. Catching up on the changes for Chicago. Chris Bosh is checked in. So Plantaktik, Plantaktik. Ich nehme Bosh. Dann überkreuzen wir, dann kriegt Butler den Ball und Butler macht ihn nicht. Rebound und danke, bitte. The story of the game. The story of the game. Oh, danke, das war aber, der war schön. Bam! Well, there you go. Da brauchen wir gar nicht reden. Das ist ja einfach eine Vorführung bis jetzt. And the other team scrambling to find its game. Great point. I mean, that aggression has allowed them to just create a lot of. Alter, was war das? And boy, are they. Das war jetzt aber lucky, dass da noch was draus wurde. Oh man, how about the last minute decision there to pull the shot down and get a better one for your teammate. On the wing, Thompson. Ah, okay, der passt aber jetzt nicht so geil. Alter! Ey, wie hab ich den geblockt? Wall! Wie hast du das gemacht, Mann? Ich hab's selber nicht gesehen. Parsons is checked in. And a switch here also for Atlanta. Jeff Teague, he's checked in for Dennis Schroeder. We're just over 2.5 minutes into the second quarter. Horford with it. And Bosch picks him up defensively. Komm, das wird doch eh nichts. So he gets the whistle. Sag ich doch. On the way up and two shots coming up. And guys, let's get your take on the breakdown for Chicago. Well, I'll tell you what, they must have had a good shoot around because they've been fantastic from long range so far, fellas. Number 2. Also another aspect of their game that's been super so far tonight is how they've been sharing the basketball. Andrew, schöner Pass, schöner Korbleger. And guys, they continue to put a lot of pressure on the interior defenders with the way they work down low. It's becoming a theme in this game, Clark. They are piling up the points. Was in the ist mit T los, Mann? Here's Splitter. That's good. And so Teague with the assist. Zu leicht. Teague's got 3 assists in the game. Outside Wall. Oh, der Pass, der war ja mal mega nice. And that's now 10 points for Chris Bosh. Another gap in the defense found there and they've really had punktemäßig sind wir sowas von fett im Soll. Teague against Wall. Here's Bazemore. Was soll denn das jetzt werden? No scoring yet from him, but that's likely to change. Sag ich doch. Well, they've only got a slight edge in rebounding when you look at the numbers. But it certainly feels bam! Bigger than it is. Yeah, the score has a lot. Slam dunk by Klay Thompson. Effort and execution has been elite. Timeout call. Und alle gut gelaunt, abklatschen, Party. Atlanta calls timeout. Chicago making some changes. DeMarcus Cousins is checked in for Bosh. Martin comes in for Thompson. And Parker subbed in for John Wall. And a switch here also for Atlanta. Cephalos has checked in. Aber ja, mittlerweile kenne ich mein Team natürlich auch jetzt relativ gut. Corver passes to Teague.
Deswegen, ich weiß, wer was kann, mit wem ich mir was erlauben kann. Und du wirst dann einfach immer besser. Down low, here's Horford. Well-timed pass, and he goes straight to the bucket for the layup. Horford's got six. You know, that's been a big part of their offense in the early stages. Keiner angreift, ne? Success working the ball inside and getting points from close range, right at the rim. And Clark, they might as well. Komm, ich gebe Cousins den Ball und dann posten. Basket until the defense makes an adjustment. Schade. Martin kicks to Wiggins. Nochmal zu Cousins. The second chance effort. Oh, okay, der tut weh. Der jetzt übertreibt nicht. Schönes Foul von Tony Parker. Komm, da geht mindestens einer vorbei. Sag ich doch. Da geht mindestens noch einer vorbei. Paul Millsap is checking for Atlanta. Ah, okay, that's my defense. Good on the second free throw. Boy, they're really battling, guys. Not sitting back, being aggressive, attacking when they have the chance. I like that. Man, I like their game right now. There's tremendous aggression on both. Ich weiß, es sieht so leicht aus, aber es ist echt Übung. Es ist echt Übung. Weil mittlerweile sich auch viele das Spiel gekauft haben und fragen, oh, warum tue ich mir so schwer, warum verliere ich immer? Es ist echt Übung. Übt einfach. Spielt bis ihr kotzt, auf gut Deutsch gesagt. Man darf jetzt zum Beispiel auch nicht vergessen, auch wenn ich viele Dreier werfe und auch immer treffe, oder relativ oft treffe, es hat ja jeder einen unterschiedlichen Abzug. Das heißt, man braucht einfach auch das Gefühl für den Spieler. Ansonsten funktioniert das halt niemals. And good on the basket. Book it. I tell you what, the defenders didn't even get a sniff of him on that move to the hoop. In the corner, it's Martin. Back to Parker. He kicks to Cousins. So Cousins und no good. Defensively by Horford. The Atlanta trails by 15. 2 second difference between shot clock and game clock. Ah, that geht. Good. And really just led him to his okay, jetzt habe ich gerade ziemlich viele Punkte verloren. 19 seconds left in the first half of the game. There's Parker with the three. Deswegen müssen wir direkt mal wieder einen Dreier nageln. Parker's got his first bucket of the game. Damit die Hawks wieder wissen, wer sie sind. In the corner, Hardaway with it. Shoots the three. Geht nicht. Unserer. Boy, he shows a lot of desire when he's fighting for that tough board. Schade. Doesn't hurt either. And schade, schade. Well, we're getting back to the action now. It's been a one-team show so far. We'll see okay. If that changes. Okay. How about Wiggins in this one? He has 12 points and he's knocked down a pair of three-pointers in this game. Da, dranbleiben! And maybe it's time for them to set a few more screens for him up top. Buddy, Cousins vor. Alley-oop! Alley-oop! Alter, was? Ich hab schon gedacht, der fällt noch rein. And it's Korver in at the two guard. Korver? Oh. Oh no, 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 no. Alter, was macht Korver? Er läuft einfach einmal im Kreis. Und es funktioniert beide auch noch. Zu Wiggins. Wiggins from outside. Ah, schade. Schade, schade, schade. Vergiss es. Fuck! Korver's got the first points of the second half here for Atlanta. And defensively, they are on their nicht rausbringen lassen aus dem Flow. Cousins. If they don't, things are just going to get worse. Und Cousins macht Cousins Dinge. Ach, ich liebe diesen Spieler. Es ist so geil. Alter. Boah. Nein, unserer. Wieder mal unsere Mörder-Defense. Oh Gott, ist der schlecht. Oh mein Gott, und der fällt auch noch. Oh mein Gott. And just a little bit ragged defensively there, Clark. And you can tell they're just a little out of sync. I think he just wants to get everybody back on the same page. Yeah, I like this timeout, Greg. I think it's a good one because it looks like they need a minute to talk things through here. Atlanta making a switch here. Schroeder's checked in. Millsap okay, with it. Dranbleiben. Picked up by Thompson. Horford with the Schroeder. Was ist, Alter, wie einfach durchläuft. Splitter. Nein! And he makes it the layup.
Splitter's got 8 points. Good job threading that pass into the lane. I like his vision, guys. He sees everything. Chicago calls timeout. Bin ich ja mal gespannt, was die Hawks diese Season noch reißen. Wie weit es dieses Mal geht. Chicago leading by 17. So, zu Bosch, der kann ja auch Post-Move spielen. Kann, aber wir können es auch einfach so machen. Wir können es auch einfach so machen, oder? Ist doch einfacher. Oh Gott. Es ist so gut. Korver dishes to Schroeder. Wide open look. Geht nicht. Cousins hat den Rebound. Wir haben 33 MT-Punkte. And Wall kicks to Cousins. Thompson. Und Thompson. Ja, okay, das war mir klar. Dass das over the back wird, war mir klar. Yeah, he got straight over the back and on top of him there too. So nothing subtle about that one. Roy Hibbert's checked in for Chicago. Kent Bazemore's checked in for Atlanta. Millsap shakes off the strong D and gets to the bucket for two. Ja, natürlich, du kannst die Spieler nicht immer komplett ausschalten. Das geht gar nicht. This could get even more out of hand if they continue to put up points. Wow, Kevin, what a performance! Hibbert als auf der 1. Das ist natürlich auch immer sehr geschickt. Alter, ich krieg hier. Thompson in the corner. Back to Wall. Ich krieg jetzt gerade keinen Zugriff und Hibbert läuft halt auch nicht in die Mitte. Chicago needs to get off a shot here. Ja, es war klar. Also da war gerade zu wenig Bewegung drinnen im Feld. Okay, der war nicht schlecht. Das muss man ihm lassen, dass er den noch reingemacht hat. Flat out fall apart defensively right now, especially on the interior. Yeah, and that's four straight field goals now, Greg. They've allowed. So, ich gebe mal hier bei dem Ball. Ja, okay, dann doch nicht. Wiggins from outside. Der Mann! Andrew Wiggins, ladies and gentlemen. Four assists in the game. Rookie of the year. Such a high-risk match out on the perimeter, and they give up the triple. Got a piece of it. Oh, und schaut euch den Speed an. Schaut euch den Speed an. Kia Slam Cam. John Wall mit 30 Stundenkilometer. Pace da los. Really a case of a great defensive play triggering some instant offense. Yeah, I remember GAS. John Wall rastet aus. And this guy, much like Greg, created havoc out there. Oh, that was a great angle we just saw, courtesy of Kia. So, Chicago, going with an almost entirely new group here. Kevin Love's checked in for Bosch. Barnes comes in for Wiggins. Jimmy Butler, he's checked in for Klay Thompson. And Parker subbed in for John Wall. And then for Atlanta, Thabo Sefolosha has checked in for Korver. And Hardaway is subbed in for Kent Bazemore. Hibbert kicks to Butler. Terrific. Schönes Ding, Butler. Schönes Ding. All around. Boy, such outstanding patience and decision making for them offensively. Absolutely, their ball movement has been outstanding, and they're piling up. Ja, Millsap a screen on Parker. Here's Splitter. Ich wollte gerade sagen, also entweder Block oder der geht nicht rein. Chicago leading by 22. Love with a wide open look. Jawohl, Mann. Das ist einfach nur Skill. Skilly Willy, Kevin Love to become priority number one for this defense. Absolutely. Die Hawks sind nur noch eine Taube. That kind of a rhythm from beyond. Schroeder kicks to Millsap. Gut gespielt. And they wasted no time getting those 3 points back. Millsap's got 11 points. You know, he's knocking down his shots today, but it hasn't really translated to the scoreboard yet. Passes it to Parker. And some nice ball movement here by Chicago. Here's Love. Schönes Ding, Love. And it's Chicago scoring again. Oh, man. Sound offensively. Really no other way to put it here in the second half. There's no, really no comparison between the teams in terms of the way they both shot the ball since the break. Outside Hardaway. In the corner, Sefolosha with it. Was macht die jetzt hier? Ping pong. Shot clock at 6. Ball movement. Here's Schroeder. Und wieder unsere. The edge on the glass. Barnes is zu the difference. Butler. Der hinterläuft Hibbert, dann zu Tony Parker, der nochmal zu Barnes, der zu Hibbert.
Hibbert. Und Hibbert macht nichts. Macht nichts. Now here's Schroeder. Now the dish to Cephalosha. Nein. Wieder. Nee, nicht unsere. Okay, egal, macht nichts. And as we conclude the third quarter. So, noch. Dann ist der Adler gelandet. And we're rolling here again with the fourth quarter. Might not come down to the wire, but you never know. So. Here's Chicago, all out there with Thompson. Then it's Wiggins, then there's DeMarcus Cousins, and it's Bosch at the power forward. Ja, dann geben wir halt einfach mal vor den Ball, oder? Glück gehabt. Glück gehabt. Wiggins against Teague. Outside Korver. Korver gegen Cousins. Draußen am an der Dreierlinie. Das ist natürlich auch geil. Eigentlich müsste es andersrum sein. Outside for Korver. Just three to shoot. Now the pass to Teague. Ich wollte gerade sagen, also wenn der jetzt reingeht, dann glaube ich, sterbe ich des Todes. Teague's gone 1-3 from the field here. And here's Thompson. He dishes it to Cousins. Zu Cousins. Und wieder ein Foul von Horford. And some stats here, guys. The scoring breakdown. Ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, welche Spieler ich mir wünschen würde von den Hawks. Ja, also Millsap ist natürlich nicht schlecht. Wäre eine Verstärkung für uns. Horford ist jetzt auch nicht schlecht. Aber da haben wir halt leider schon Chris Bosh und Kevin Love. Ansonsten, ja, T ist auch nicht so schlecht. Aber wir haben auch schon zwei starke Point Guards. Es ist so viele, oder was heißt so viele, aber eine schnelle Verbesserung werden wir jetzt eh nicht mehr bekommen. Dafür haben wir schon viel zu gute Spieler. Und Parsons kicks the wall. T gegen Cousins, ein geiles Duell. Geiles Duell, ich wollte gerade sagen, T bleibt einfach stehen, denkt sich, Alter, leck mich am Arsch, du kannst mich mal. That's what they say, right, Kevin? That's right, you got it. And he was ultra safe with that dunk. No reason not to be. And guys, as he should be, remove all doubt on that attack. And the foul on Avery Bradley. That is his first foul of the game. Also, Einwurf steht 40 zu 68. Oh, Mann. Schöner Pass. Schöner Pass, schöner Move. I like it, I like it. He broke out the fancy finish there. Bradley, no one around him. Und Bradley macht ihn nicht, obwohl er richtig gut stand und der Wurf war auch nicht schlecht. Horford attacking. That's good. Geht rein. So Teague with the assist. Teague's got six assists here tonight. Ja, was Gute eigentlich ist, man muss halt trotzdem immer, man muss immer weiter spielen, weil man einfach die MT-Punkte braucht. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach aufhören und kann nur noch Scheiße bauen. So, man muss konzentriert einfach weiter spielen. And Clark, it's as if he's been a step ahead of everyone else out there today. Atlanta making a switch here. Spurs checked in, but he gets it back. Oh man, ich liebe Blocks. Parsons comes with a double team. Another shot. Okay, der geht. And Al Horford again. Horford's got 4 points this quarter. Again and again, they're dissecting the defense. Also nochmal eine Auszeit, wahrscheinlich von den Hawks. From inside. And even under pressure in close, I think they've still done a good job maintaining concentration and converting the opportunity. Chris Bosh has checked in for Chicago. Andrew Wiggins comes in for Kevin Martin. Bradley kicks to Cousins. Cousins. Und da gibt's natürlich, es ist so nice. DeMarcus Cousins. Mm, that is how it is done. Excellent team play there on the pick, and then he rips it down. Dranbleiben, dranbleiben. And Teague, here we go. Geht nicht. And sag that ich one, it's back iron. Gleich wieder unserer. He really just tried to do a little too much there. He shouldn't be afraid to kick that one back out. Kicks the wall. Kicks the wall. Kicks the wall. Aber der war schon sehr weit. Der war schon sehr weit. Und Wall ist jetzt auch nicht der
Also er ist ein guter Dreierschütze, aber bestimmt nicht unter den Top 5 der Liga. Chicago leading by 23. Pull the trigger. Outside one. Pull the trigger, schon wieder Cousins. Okay. Splitter ist, glaube ich, ein bisschen sauer. Wiggins from outside. Atlanta with the rebound. Oh, and a fast break for Atlanta. Here's Bazemore. Ja. And that one's good. No doubt that is within his range. Wieder ein bisschen Konzentration, wieder noch ein paar Punkte machen. Come on now. Bazemore has gone 2 for 4 so far here tonight. Also wieder gegen Splitter. Cousins inside. Alter, lässt sich jetzt überhaupt nicht mehr wegdrücken. Wiggins from outside. Und der fällt nicht. Also Splitter in der ersten Halbzeit keine Chance und jetzt gerade eben meint er. Also jetzt wird es nochmal spannend. 19 Punkte. War ein Spaß. Also wenn es jetzt nochmal spannend wird, ich glaube, dann sterbe ich überhaupt. Jetzt reicht es aber mal langsam, aber echt, ey. Splitter ist aus dem Weg. Irgendwann ist mal gut. He has 12 points and he's produced 6 points from the free throw line. That's nice work. And Clark, it'll so, der zweite geht rein. Chicago making a switch here. Thompson's checked in and a switch here also for Atlanta. Ja, der steht halt auch wieder fett zentfrei. Well, they're fortunate. The defense was taking a big chance leaving him that wide open behind the arc. Pass to Bosch. Shot from the wing. Und zack, rein damit. Nochmal schnell Assist und Midrange. Das sind auch nochmal 7 Punkte für die MT-Coins. Und da kriegen wir nochmal einen Rebound geschenkt. Komm, wo bleibt er? Bosch ist ungefähr so ein Chiller. Und nächstes Foul. Nummer 2. Also das Ding ist auf jeden Fall durch. Die 3 Packs werden wir auch haben. Also würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Butler comes in for Wiggins. Martin's checked in for Klay Thompson. And it's Avery Bradley in for John Wall. Geht rein. I mean, even he was surprised to be that open. Outside Bradley, pass to Cousins. It's deflected. Oh man, der, das war wieder typischer Laufweg und Pass. Pushing it up. Unserer, oder? Ja. Kevin Love, zieh durch. Love outside. Und er brettert ihn eiskalt. Oh mein Gott. They've exploded here at the end. Boy, I love the serious killer instinct they've shown. Serious killer instinct. Und auch der geht nicht. Und wieder Rebound. Und Jimmy Butler noch einmal, oder? Yeah, exactly. They gotta be happy with the outcome here. Nee, aber Cousins macht ihn auch nicht. Egal, das Ding ist durch. Die Hawks sind geschlagen. 55 zu 80. Wir kriegen alle 3 Packs. Und ja. Können hoffen, dass wir irgendwie einen geilen Spieler bekommen. And so Chicago takes this one and by a big margin. Ich bin eigentlich schon zufrieden, wenn ich einen Spieler bekomme, den ich schon habe. So, Chris Bosh. Ja, 797 reicht locker. Locker, locker, locker. Aber es wird auf jeden Fall zum Ende hin knapp. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es auf der Schwierigkeit durchziehen kann bis zum Ende. Weil das brauche ich halt dann schon echt eine Mörder-Performance, dass wir die 800 irgendwas Punkte erreichen. Ja? Und eigentlich, wir könnten auch eine Stufe höher spielen. Eigentlich. Aber ich probiere es einfach so lange, wie es geht, auf dem Niveau. Was brauchen wir denn am Ende? Ja. Ja,
Ja, es ist schon machbar, ne? Es ist schon machbar. Es switcht erst hier bei den Warriors hoch auf 810 plötzlich. Naja, jetzt machen wir erstmal unsere Packs auf. Logo-Pack. Das da beinhaltet spektakulärer Passer, Vertrag plus 3 und das Logo der Hawks. Dann das Trikot-Pack. Das beinhaltet klassisch auswärts 3, ein Vertrag plus 4 und Hände plus 6, Lillard. Erhöht die Anzahl der Spiele, die für einen Spieler... Ach so, doppelte Karte. Vertrag einem Spieler zuweisen. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Hier Klay Thompson. Klay Thompson spielt bei mir wahrscheinlich eh, bis er kotzt. Okay, und jetzt das Spielerpack. Und wir kriegen... Millsap! Jawohl, geht doch. Was ist da los? Und Mike als Coach. Vertrag plus 5. Also, Millsap als Power Forward bekommen. Seit langem mal wieder eine Goldkarte. Achso, weil ich den doppelt habe. Ja, hier zu meiner Auktion senden. Ne? Also, das war's wieder mit einer Folge von NBA 2K16 und den Domination-Modus. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann, euer Max.